Ihr seht eine Videoserie zu Exponaten aus der Klimaarena Sinsheim. Anna und Nina nehmen euch also mit auf eine Entdeckungsreise. Anna ist 18 Jahre jung und beschäftigt sich mit kreativen Lifestyle-Videos auf TikTok. Nina ist etwas älter, sehr erfahren und doch jung geblieben. Die Ernährungswissenschaftlerin und Museumspädagogin aus Leingarten leitet das 17-köpfige Besucherteam in der Klimaarena. Euch allen viel Spaß mit ihren Botschaften. Du meintest ja, dass ihr hier in der Klimaarena ganz viele Tipps habt. Und habt ihr da zum Beispiel auch was im Bereich Wohnen? Weil das ist ja auch ein sehr großer Bereich von unserem Leben. Auf jeden Fall. Schau mal, die ganze Living Wall hier beschäftigt sich mit dem Thema Wohnen. Gerade in diesem Bereich kann man nämlich sehr, sehr viel CO2 ansparen. Aber fangen wir mal ganz klein an. Stell dir mal vor, du sitzt im Winter in deinem Wohnzimmer. Was könnte man machen, um CO2 einzusparen? Also ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, die Heizung runterdrehen, wenn man sie nicht mehr braucht, oder auch ganz ausmachen, wenn es zum Beispiel an einem Tag mal nicht so kühl ist. Genau. Oder sich ein bisschen wärmer anziehen, und schon hat man CO2 eingespart, indem man Energie eingespart hat. Wir beschäftigen uns hier mit sehr vielen Themen aus dem Bereich Wohnen, aber greifen wir uns mal eins raus. Guck mal, zieh mal das Icon-Eis ein bisschen nach oben. Ja, super. Antippen, genau, das untere noch antippen. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier eine Besonderheit. Geh mal auf das Pin. Jawohl. Und jetzt zieh mal ein bisschen Schau groß. Schau dich um in den Räumen. Ja, so kann man hier ein bisschen spielen. Super. Jetzt geh mal auf die zweite Seite. Und hier wird zum Beispiel erklärt, wie eine Eisheizung funktioniert. Wir haben nämlich hier in der Klimaarena eine Eisheizung. Mit dieser können wir im Sommer die Räume hier kühlen und im Winter heizen. Und wie die funktioniert, wird hier dargestellt. Die Living Wall beinhaltet aber noch viel, viel mehr Informationen. Hinter jedem Icon stecken noch Informationen. Schau mal, such mal das da mal aus. Wunderbar. Genau. Und dann das. Sehr schön. Und dann das, was dich vielleicht auch interessiert. Hier erfährst du jetzt noch viel über energieeffiziente Geräte, zum Beispiel bei Computern oder anderen IT-Geräten. Aber wir haben noch weitere Informationen hier. Wie gesagt, am Anfang ging es primär um die Grundlagen, die Mitte zeigt die einzelnen Technologien und hier haben wir das Thema intelligentes Wohnen, smartes Wohnen. Wenn Geräte miteinander vernetzt sind, spart man Energie ein. Das ist aber ein ganz großer Blick in die Zukunft. Aber vielleicht wirst du einmal zuhören. Ja.